Mach dich auf in die Welt, in ein anderes Land. Ja, dann werde ich mal jetzt meine erste kleine Radtour machen nach meiner Corona-Quarantäne und hoffen, dass es gut geht. Dich hält hier nichts mehr. Ja, wir fahren jetzt hier auf einen schönen Wanderweg in der Südheide und das ist hier eigentlich auch ein Wanderweg, einer der vielen, und wir gucken einfach mal, wie weit wir heute kommen, da wir so ein bisschen Corona bedingt noch so ein bisschen schwach sind, aber es wird. Nix. So, jetzt kommt ein kleiner Tontest. Nur um zu wissen, wie der Ton ist, wenn ich auf dieser Entfernung zur Kamera spreche mit dem MIDI-Mode und dem Schaumstoff für den Wind. Ich hoffe, man kann mich gut verstehen, damit ich ja auch ein bisschen Blödsinn quatschen kann, wenn ich später mal unterwegs bin. Ne? Weil ihr wollt ja auch bestimmt, dass ich ein bisschen berichte, wo ich gerade bin, was ich gerade mache. Ja, Radfahren, was denn sonst? Aber andere interessante Sachen halt. Thank you.
Ja, das ist unsere kleine Fahrt hier durch den Kieselgur-Radweg oder Wanderweg. Und jetzt geht es weiter Richtung Oberohe. Und von dort aus fahren wir dann auch wieder Richtung Heimat. Ich denke mal, so ein kurzer Ausflug fürs Erste reicht erstmal. Man muss es ja noch nicht gleich übertreiben, ne? Und vor allen Dingen reicht es, wenn man keine Allergietabletten genommen hat. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöde. Ja, für mich persönlich. Ich würde am liebsten natürlich gleich eine mega große Tour machen, aber ich glaube, das wäre nicht so gut. Weiter geht's. Oder was? Ja. Und los. Boah. Auf geht's. Boah. Nice. Eis. Simsalabim. Wie ist meine Klangqualität? 1, 2, 3, 4, Test. Test, Test. Ja. Jetzt seht ihr uns während der Fahrt. Oder ich mich, oder ihr uns, oder wer auch immer. Wir gucken, ob ich das Video überhaupt noch ins Netz stelle oder ob das einfach zu blöd ist. Ich will einfach nur ein bisschen testen. Testen, testen, testen. Jetzt ist nämlich gerade ganz gut, weil Windgeräusche und dieses Medimode, dieser Schaumstoff, da soll ja Windgeräusche bis 36 km/h rausfiltern. Ich habe ja auch diese Windfilterung jetzt auf Auto gestellt, um einfach mal die Klangqualität zu überprüfen, beziehungsweise mal zu gucken. Ich will ja auch für meine Radreisevideos mal ein bisschen vorab schon ein bisschen testen, um zu gucken, welche Einstellungen ich nutze, damit ihr vernünftige Bilder und vernünftige Videos habt. Ne, Hase? Boah. Boah. Nice! Nice! We'll be right back.
Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann schenkt mir einen Daumen, abonniert das Ganze mal, aktiviert die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal.